Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu ZDF Umwelt unterwegs. Ich sag mal Moin aus Sylt, denn wir sind ganz im Nordwesten Deutschlands. Wir melden uns heute von den nordfriesischen Inseln. Ja, und neben Sylt gehören dazu natürlich auch noch Amrum und Föhr. Und auch die Halligen bleiben von uns nicht verschont. Die werden wir natürlich auch besuchen. Themen genug also für eine pralle halbe Stunde voller interessanter Umweltinfos. Wir sind unterwegs. Mit dem Helikopter zum größten Windpark auf dem Meer. Mit der Lorenbahn zu den Küstenschützern auf den Halligen. Zu Fuß von Insel zu Insel durchs Watt. Und mit dem Kutter auf ungewöhnlicher Fangfahrt mit einem Seebären. Wir sind hier im Kunstforum der Sylter Quelle und hier findet nun schon zum vierten Jahr in Folge der Wissenschaftssommer auf Sylt statt. Experten treffen sich in diesem Jahr zum Thema Klimawandel, Klimafolgen. Auch Professor Reise ist da vom Alfred-Wegener-Institut hier von der Insel. Ja, was wollen Sie mit so einer Veranstaltung erreichen, Herr Professor? Frau Krüger, dieser Klimawandel, der liegt uns sehr am Herzen, weil er eben viel schneller geht als das, was in der Vergangenheit war, bedingt durch die Kohlendioxidemissionen, die wir über Fahrzeuge und über die Industrie in die Atmosphäre hineinbringen. Und das geschieht so schnell, dass wir wirklich in unserer künftigen Politik uns sehr stark nach diesen Geschehnissen orientieren müssen. Der Klimawandel, auch hier auf Sylt, spielt ja eine große Rolle. Wir haben einige Bilder mal eingefangen über die Auswirkungen, auch schon Maßnahmen, die getroffen werden. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Menschen schützen zwar die Küste, aber das Meer holt sich Sylt sowieso. Nur eine Frage der Zeit. Ganz so düster mag das heute niemand sehen. Trotzdem, Wasser, Wellen, wilde Stürme. Widrige Genossen setzen der Insel zu. Immer öfter, immer intensiver. Sand wird abgetragen, die Insel war schon immer in Bewegung. Nicht ganz im Sinne von den Menschen, die auf Tourismus setzen und Häuser bauen. Wie das Ganze also aufhalten? Betonbarrieren haben sich als nutzlos erwiesen, müssen teilweise wieder entfernt werden. Ständig wird an der Küste modelliert und reguliert. Und zwischen Baggerspuren der Hinweis: Strandburgen nicht gestattet. Küstenschutz anno 2007 fängt offenbar im Kleinsten an. Die massivste Maßnahme: neuer Sand. Mit Spezialschiffen und Saugrohren herangeholt vom Nordseegrund. Dorthin gespült, wo der vom letzten Jahr schon wieder verschwunden ist. An Sylts Westküste über 1 Million Kubikmeter Sand für rund 6 Millionen Euro. Und nächstes Jahr wieder aufs Neue. Ja, wir haben die Bilder gerade gesehen. Die Nordsee, der blanke Hans, der nagt ganz schön an der Insel Sylt. Da werden einige Maßnahmen getroffen, auch kostenaufwendige Maßnahmen. Für wie sinnvoll halten Sie die aus wissenschaftlicher Sicht? Für den heutigen Tag ist vieles von dem sehr sinnvoll. Man spült Sand vor, damit sich die Kliffkante der Insel nicht zurücksetzt. Da sind ja vielfach Häuser gebaut. Nun müssen wir auch eine langfristige Perspektive sehen, denn der Meeresanstieg, der ist unbefristet. Der geht immer weiter, auch nach 2100. Und das, was wir heute tun, das soll eigentlich so sein, dass auch unsere Enkelgeneration noch sagen, gut, daran können wir anknüpfen, das machen wir weiter so. Was würden Sie da ändern? Gegenwärtig haben wir mehr so eine Art Einigeln. Wir bauen eine Festung Sylt gegen das anbrandende Meer. Und ich denke, wir sollten da lieber eine füchsische Wendigkeit an den Tag legen und den Sand dahin spülen, wo das Meer ihn sowieso hinhaben will. Das heißt, wir bringen mehr Substanz der Insel auf die geschützte Seite, die Wattseite. Und an der Brandungsseite, da opfern wir der Nordsee dann ruhig etwas Sand. Denn ein ansteigendes Meer, das entwickelt immer einen Sandhunger. Das braucht Sand. Sand opfern bedeutet aber auch, Geländegebiet zu opfern, wo im Moment Häuser stehen, wo Menschen im Moment wohnen. Das ist diese Schwierigkeit, diese Hürde, die wir haben. Da müssen Bebauungspläne geändert werden. Aber wir haben auch lange Zeiträume vor uns. Und viele von den Bauwerken, gerade auch in Westerland, die sind es eh nicht wert, länger als, ich sage mal nicht, wie viele Jahre dort stehen zu bleiben. Und mit neuen Architekten kann man dann anderswo bessere Bausubstanz der Insel schaffen. Das sagen Sie, Ihre Theorie. Es wird einiges sich verändern auf Sylt. Das steht nun mal fest. Wie und wie das sein kann, das wird hier noch weiter diskutiert, auch im Wissenschaftssommer bis Ende des Monats. Vielen Dank, Professor Reise, für das Interview. Ja, und wir reisen weiter auf unserer Tour über die nordfriesischen Inseln. Es geht nach Amrum und Föhr. Und wir haben uns vielleicht nicht die kürzeste, aber mit Sicherheit die interessanteste Verbindung ausgesucht. Wir wandern durchs Watt. Wir starten auf einem Kleinod der nordfriesischen Inseln, auf der Insel Amrum. Vom Leuchtturm hat man einen grandiosen Blick über die ausgedehnte Dünenlandschaft.
Im traditionellen Ömranghaus wird regelmäßig die nordfriesische Kultur gepflegt. Maritimes Flair herrscht in den 5 Inseldörfern. Hier geht es beschaulich zu. Der Strand von Amrum gehört zu den größten Europas. Vor der Insel liegt der Kniepsand, eine riesige Sandbank. Das Meer gab der Insel 10 Quadratkilometer an Sandfläche. Wenn bei Ebbe das Wasser schwindet und den Meeresboden freilegt, kann es losgehen mit unserem naturkundlichen Inselhopping von Amrum nach Föhr. Wattführer Dag Blome erklärt die einzigartige Natur des Wattenmeers und der angrenzenden Salzwiesen. Okay, wir sind also jetzt an unserem Ausgangspunkt angekommen. Sie stehen hier eigentlich schon auf dem Meeresboden. Also Sie sehen hier, der Seetang liegt hier. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, hier ist die Küste, da ist Wasser, da ist Land. Also das ist dynamisch, es geht mal hoch, mal runter. Stellen Sie sich vor, diese Salzwiese wird zweimal am Tag mit Salzwasser überflutet. Das ist der Strandflieder oder Halligflieder. Und der Halligflieder schafft einen Unterdruck von 160 Bar, um aus dem salzigen Substrat hier das Wasser rauszusaugen. Ein Autoreifen liegt ungefähr bei 2 bis 3 Bar. Er nimmt sich also nur das Süßwasser raus und scheidet das Salz über ganz, ganz kleine Salzdrüsen oben auf den Blättern wieder raus. Denn sonst würde er davon kaputt gehen. Das Wattenmeer mit seinen hochspezialisierten Pflanzen und Tieren ist ein anerkanntes UNESCO-Biosphärenreservat. Kein Wunder, im Watt liegt mehr Biomasse konzentriert als irgendwo sonst auf der Welt. Doch um das zu sehen, muss man genau hinschauen. Jeder merkt sich seine Muschel und dann machen wir einen großen Kreis und lassen möglichst viel Sonne drauf scheinen. Wie Sie gemerkt haben, die Muscheln leben unterm Boden, denn sonst hätten wir sie ja obendrauf gesehen. Diese kleinen Herzmuscheln wollen nicht obendrauf liegen, denn dann würden sie einfach aufgefressen. Es gibt Herzmuscheln, die haben einen Fuß, mit dem sie, wenn sie sich ganz doll abstützen, bis zu 50 cm weit springen können. Die meisten buddeln sich aber sofort ein. Auch der bekannteste Wattbewohner lebt verborgen im Sand, der Wattwurm. Immer zu einem Haufen gehört irgendwo ein Einfülltrichter. Er lässt in diesen kleinen Trichter, die hier überall sind, den Sand reinfallen, isst den kompletten Sand auf und zieht aus dem Sand dann die ganzen kleinen Mikroalgen und das ganze Organische, was da oben drin ist, raus. Alle 40 bis 50 Minuten kommt er denn langsam nach oben und schiebt seinen kleinen Wattenspaghetti oben raus. In dem Moment, wo das ein Vogel sieht, der gerne Popos mag, hier hinten ist sein Po, beißt er hinten ein Stück ab. Nun hat der Wattwurm aber Gott sei Dank nicht 2 Pobacken wie wir, sondern 90 Pobacken und die alle hintereinander, nicht nebeneinander. Und die letzten 3 reißen ganz leicht ab und der Wattwurm verschwindet mit seinen 87 Pobacken wieder nach unten. Und das kann er insgesamt 30 Mal in seinem Leben machen und dann ist der Wurm weg. Wer möchte den auf die Hand nehmen? Der eine Backen kaputt, ja. Immer wieder kommen zu den bekannten Wattbewohnern auch neue hinzu. Ja. Hier zum Beispiel haben wir einen neuen Einwanderer. Das ist die pazifische Auster, die ausgesetzt worden ist. Und man hat nicht geglaubt, dass sie im Wattenmeer überleben kann. Wie kommt das, dass diese Auster sich jetzt hier doch wieder erwarten so wohlfühlt? Die Nordsee ist ungefähr 1,5 Grad wärmer geworden in den letzten 30, 40 Jahren. Und man hätte, als man sie ausgesetzt hat, nicht gedacht, dass sie sich so weiter ausbreiten wird durch diese Erwärmung. Was wird es noch für Konsequenzen haben, die Erderwärmung? Womit rechnet man hier fürs Wattenmeer? Ich denke mal, dass es so sein wird, dass die Strömungsgeschwindigkeit der Priele schneller wird. Die Priele werden tiefer, die Wattsockel werden sich verändern. Dadurch wird auch irgendwo Lebensraum verschwinden, so wie zum Beispiel das Schlickwatt. Das wird geringer werden. Tiere wandern ab, neue kommen vielleicht dazu. Die Salzwiesen werden geringer, weil der Wellenschlag größer ist. Und so wird sich auch der Strandflieder, den wir vorhin gesehen haben, vielleicht nur noch an wenigen Ecken halten können. Wie lange wir also so von einer Insel zur anderen quer über den Meeresboden werden wandern können, ist ungewiss. Nach 8 Kilometer Wegs sind wir wohlbehalten auf der Nachbarinsel Föhr angekommen,
Gerade rechtzeitig, bevor die Flut wieder einsetzt und das Wasser das Watt auf ein neues bedeckt. Mit einem Tidenhub von 2 bis 3 Metern kann man das Meer hier auf ganz unterschiedliche Weise erleben. Und jeder hat ohne Frage ihren eigenen Reiz. Föhr ist bekannt für seine pittoresken Dörfer. Die sprechenden Grabsteine, die die Schicksale der Bewohner erzählen. Seine 5 Mühlen. Und über 800 Pferde, die hier genügend Platz finden auf der zweitgrößten der nordfriesischen Inseln. Wir sind hier am nördlichsten Punkt Deutschlands, liebe Zuschauer, am Sylter Ellenbogen. Naja, und hier weht auch im Hochsommer durchaus schon mal eine steife Brise. Was die Touristen auf der einen Seite ein bisschen ärgert, ist auf der anderen Seite natürlich eine ideale Voraussetzung für Windkraft. Nicht umsonst ist Nordfriesland schon jetzt das Mekka der Windindustrie und man möchte auch direkt in der Nordsee nachlegen. 13 neue Windparks sind bereits genehmigt und wenn man sich schon jetzt angucken möchte, wie das hier in Zukunft aussieht, lohnt ein Blick rüber zu den Nachbarn nach Dänemark. Wir haben ihn dort besucht, den größten Offshore-Windpark der Welt. Sommer 2002. Vor der dänischen Nordseeküste werden die Fundamente für den Windpark Horns Rif in den Meeresgrund gerammt. Horns Rif ist zunächst ein Testfeld, um den Betrieb großer Windkraftanlagen bei stürmischer See und in salzhaltiger Luft zu erproben. Der Offshore-Windpark schickt seinen Strom per Seekabel aufs Festland. Mit 20 cm Durchmesser das bis dato dickste Unterwasserstromkabel. Nach anfänglichen technischen Problemen liefern die 80 Windturbinen nun zuverlässig Energie für 150.000 Haushalte. Vor einem Jahr übernahm der schwedische Energiekonzern Vattenfall die Mehrheitsanteile an Horns Rif. Der Konzern, in Deutschland durch Atompannen in die Negativschlagzeilen geraten, investiert in der Nord- und Ostsee verstärkt in die Windkraft. Wir sehen in der Windkraft einen bedeutenden Baustein im zukünftigen Energiemix. Die Windkraft wird eine Rolle dabei spielen. Wir haben auch sehr starke wirtschaftliche Motive, Investitionen, die eine Rendite bringen. Auch aufgrund der Befürwortung der Windkraft durch Kunden und durch die Gesellschaft allgemein. Nicht weit von Horns Rif entfernt, 35 Kilometer vor Sylt, soll der deutsche Windpark Butendiek in die Nordsee gebaut werden. Entwickelt wurde das Projekt in Husum, dem Kreissitz von Nordfriesland. Nach dem Niedergang der Werftindustrie ist die Windindustrie zum wichtigsten Arbeitgeber in der Region geworden. Butendiek ist ein Bürgerwindpark. Über 8000 Einzelpersonen haben Anteile erworben, die meisten davon aus Nordfriesland. Geschäftsführer Wolfgang Paulsen macht sich auf den Weg nach Dänemark. Sein erstes Ziel? Der Leuchtturm von Blavakshuk, der westlichste Ort in Dänemark. Wie in vielen Gebieten an der Nordseeküste ist auch hier der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle. Wolfgang Paulsen trifft den Tourismusdirektor der Ferienregion. Zusammen besteigen sie den 42 Meter hohen Leuchtturm. Von oben haben sie bei klarer Sicht einen einmaligen Ausblick. 15 Kilometer vor der Küste kann man die Windräder von Horns Rif erkennen. Manche stören sich an der Verbauung des Horizonts, andere dagegen entdecken mit dem Teleobjektiv ganz neue Perspektiven. Interessierte Besucher können sich gleich neben dem Leuchtturm eine Ausstellung ansehen. Wolfgang Paulsen erkundigt sich auf Dänisch, ob der Windpark negative Auswirkungen auf den Tourismus hatte. Dies ist eine der wichtigsten Tourismusgegenden in Dänemark. Wir haben einen Anstieg der Übernachtungszahlen und ebenso der Grundstückspreise, also kein negativer Effekt, eher umgekehrt. Die Informationstour geht weiter mit dem Boot. Startpunkt ist der Hafen von Esbjerg. Mit an Bord Bent Johansen, der Betriebsleiter. Nach einer Stunde Fahrt taucht der Windpark aus den Wellen auf.
Ein Wartungsboot hat gerade an einem Masten angedockt und bringt Ersatzteile für die Monteure. 12 Mann sind ständig im Einsatz, damit die Ausfallzeiten der Windmühlen möglichst gering bleiben. Die Verfügbarkeit beträgt inzwischen 95%, ein sehr guter Wert für den rauen Offshore-Betrieb. Bei zu hohem Wellengang seilen sich die Wartungstechniker vom Hubschrauber direkt an das Turbinenhaus ab. Wolfgang Paulsen interessiert sich aber nicht nur für die Technik, sondern auch für die Umweltstudien, die das Projekt Horns Riff jahrelang begleiteten. Wir haben gesehen, dass die Vögel sich sehr gut anpassen an den Windpark. Einige fliegen unter den Rotorblättern hindurch, andere wählen eine Route außen herum. Und was die Fische betrifft, wir haben hier 80 kleine Riffe geschaffen. Das bedeutet Nahrung. Es gibt hier jetzt viel mehr Fische als vor dem Bau des Windparks. 5 Jahre ist Horns Riff nun in Betrieb. Über gravierende Umweltauswirkungen ist bisher nichts bekannt. Na ja, da ist nicht so richtig viel zu machen. Das ist eine ziemlich graue Suppe, wenn man heute hier von Sylt aus aufs Meer schaut. Aber Herr Paulsen, Sie wissen ja, wie wird es bei klarer Sicht sein? Wird man Ihren Windpark Butendiek dann von hier aus sehen? Also Butendiek wird ja 35 Kilometer vor der Küste sein. Das heißt, man braucht schon sehr gute Sichtverhältnisse, um ihn mit bloßem Auge sehen zu können. Aber das Fernglas wäre nötig. Warum ist er so weit draußen? Es sind eigentlich 2 Gründe. Einmal Naturschutzgründe, möglichst großen Abstand wegen Vogelzug. Und zum Zweiten, die Befürchtungen der Inselbewohner hier von Sylt waren, dass der Tourismus beeinträchtigt werden könnte. Deswegen so weit weg. Die Bedenken sind jetzt aus dem Weg geräumt. Wann wird es denn losgehen? Haben Sie eine Ahnung, wann könnte Baubeginn sein? Wir haben den Baubeginn verschoben, weil wir keine Turbinen kriegten. Da sind Lieferengpässe in der Industrie. Zum Zweiten sind die wirtschaftlichen Bedingungen nicht so. Es muss sich in Deutschland noch etwas tun an der Einspeisevergütung für Offshore-Strom. Wir hoffen aber, dass wir innerhalb von 2 Jahren den Baubeginn anpacken können. Okay, Sie sind weiter guter Hoffnung. Wir drücken die Daumen. Dankeschön, Herr Paulsen. Ja, die Windkraft zu nutzen ist die eine Seite, ihr zu trotzen ist die andere. Und wenn der Wind das Meer so richtig aufpeitscht, Sturmfluten kommen, dann haben die Bewohner der Halligen am ehesten darunter zu leiden. Die sind das gewohnt, sie leben seit Generationen mit den Gezeiten. Doch der Klimawandel mit steigendem Meeresspiegel und immer stärker werdenden Stürmen macht auch ihnen Sorge. Land unter auf den Halligen. Bei Sturmfluten ragen nur noch die Warften mit ihren Häusern aus der brodelnden Nordsee. Die Warften sind von Menschenhand aufgeschüttete Hügel. Ist die Flut vorbei, erinnern die Warften an Sandburgen im Wattenmeer. 10 Halligen gibt es heute noch, im Mittelalter waren es dagegen 100. Unsere Reise zu den Halligen beginnt auf einer Lorenbahn mitten im Watt. Der Bahndamm ist 100 Jahre alt. Inzwischen ist das mittlere Hochwasser hier um einen halben Meter gestiegen. Deshalb wird ein neuer, höherer Bahndamm gebaut. Dieter Schulz vom Amt für ländliche Räume leitet die Baumaßnahmen für den Küstenschutz vor Ort. Wir erreichen Oland. Deutlich ist das grüne Marschland zu erkennen, das der Nordsee abgerungen wurde. Mit einer alten Technik, die sich auch heute noch bewährt. Lahnungen. Das sind Holzpfähle, die mit Reisigbündeln verbunden werden. Bei Hochwasser beruhigen diese Bauwerke das Wasser. So kann besser neues Schwemmland entstehen. Je höher eine Wattfläche oder ein Vorland vor einem Deich oder einer Halligkante ist, je geringer ist der Energieantrag bei Sturmflut auf die Halligkante bzw. auf den Deich. Und insofern ist das eine Energieumwandlungszone. Auf Oland gibt es nur eine bewohnte Warft. Die einzige Verbindung zum Festland ist die Lorenbahn. Deshalb sind Diederik Rotermund und sein Sohn von Föhr in ihrer Jolle herübergesiedelt. Rotermund ist der Umweltausschussvorsitzende des Kreises Nordfriesland. Heute ist er privat nach Oland gekommen. Ja, herzlich willkommen. Moin, Rotermund, auf Oland. Ja. Zurück zu den Wurzeln seiner Familie. Der Großvater war Pastor auf Oland, die Großmutter hat in der kleinen, aber feinen Kirche die Orgel gespielt. Die Familie ist mit diesem Ort sehr verbunden. Hier ist dein Großvater getauft und auch Nathalie. Deine Schwester ist hier auch getauft worden. Rotermund kennt die Halligen von Kindheit an.
Er glaubt nicht an die Szenarien der Klimaforscher, wonach diese einmalige Welt schon bald untergehen wird. Außerdem kämpfen die Halligbewohner schon seit Jahrhunderten, ja schon fast 2000 Jahren gegen den Blanken Hans und gegen die Sturmfluten. Und ich hoffe, sie werden auch diesmal erfolgreich sein. Weiter geht es mit der Lore zur Nachbarhallig Langeneß. Viele Bewohner haben ihre eigene Lore und fast jede davon hat ein individuelles Design. Und so mancher hat eine ganz spezielle Technik, seine Lore vom Abstellgleis zu bekommen. Dieser Lorenfahrer parkt sein Vehikel lieber zu Hause. Langeneß ist mit 20 Warften die größte Hallig. Hier wird gerade die Steindeckung der Halligkante erhöht. Denn durch die häufigen Überflutungen wächst das Marschland ca. 1 Zentimeter im Jahr in die Höhe. An den Böschungen der Priele kann man die Schichten der Auflandung sehen. Quasi die Jahresringe einer Hallig. Die aufgeschütteten Steine müssen von Hand zu einem stabilen Deckgewölbe zusammengesetzt werden. Eine schwere Arbeit. Warum so viel Aufwand für ein paar hundert Halligbewohner? Die Halligen sind auch ein Bollwerk für die Landesschutzdeiche am Festland und dienen als Wellenbrecher bei Sturmflut für die Deiche am Festland. Und deswegen wird hier auch sehr viel Aufwand betrieben, um die Halligen zu halten. Nun geht es mit der Fähre weiter nach Hoge, Königin der Halligen genannt. Touristisches Zentrum ist die Hanswarft. Die Häuser sind um den Fehting herumgebaut, ein Regenwasserspeicher und früher die einzige Trinkwasserquelle. Hier besuchen wir den Königspesel, eine prachtvoll eingerichtete Friesenstube. Nach einer großen Sturmflut im Jahr 1825 eilte der dänische König Friedrich VI. Zu Hilfe und übernachtete im Königspesel. Friedrich VI. Hat aber zur Auflage gemacht, ihr müsst eure Waffen erhöhen. Das war ganz wichtig. Und ich finde, da sieht man eine Parallele zu heute. Denn auch heute werden die Warften weiter erhöht. Zuletzt hier auf 5,10 Meter. Eine Höhe, die schon fast den Ausblick aus dem Erdgeschoss versperrt. Wie lange das jetzt halten wird, kann man nicht genau sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann wieder ein neues Halligprogramm geben wird, wo dann wieder Erhöhungen auch stattfinden müssen. Die Bewohner der Halligen werden weiterhin standhaft bleiben. So wie auf den anderen nordfriesischen Inseln, die aber auch ihre angenehmen Seiten haben. Jetzt ist es wieder soweit, liebe Zuschauer. Es wird gekocht bei ZDF Umwelt unterwegs. Naja, und Sylt kulinarisch, das bedeutet natürlich, dass wir uns auf jeden Fall eine Leckerei aus dem Meer suchen. Aber eben erst suchen. Ich bin gespannt, was wir finden, denn wir begeben uns jetzt auf eine Seetierfangfahrt und schauen einfach mal, was uns da so ins Netz geht. Wir gehen an Bord eines ehemaligen Krabbenkutters. Hier empfängt Peter Gerhard groß und klein jeden, der sich einmal den Wind um die Nase wehen lassen möchte, um die Tiere des Meeres einmal näher zu betrachten. Es geht los auf große Seetierfangfahrt. Doch zuerst wird das Netz ausgelegt mit vereinten Kräften. Eins, zwei und drei! Jawohl, genau die Wasserlinie, wunderprächtig. So, das ist wie gesagt ein kleines Grundschleppnetz, was wir ganz leicht über den Meeresboden ziehen. Schleppzeit eine gute Minute. Seesterne, lasst uns damit beginnen. Wir haben hier ganz Teil von drin. Wisst ihr, was der fressen tut? Was knackt der Bursche? Wer das schon mal gehört? Muschel. Sämtliche Sorgen, wie das funktioniert. Du passt mal auf. So, wollen wir gucken, ob das funktioniert. Wer jetzt ein scharfes Auge hat, langsam aber sicher. Pass mal auf. Guck mal, könnt ihr sich mal die Arme machen? Siehst du, jetzt drückt er zu. Keine Muschel hat eine Chance, hier lebend wieder rauszukommen. Und der Kampf kann sich runde 7 bis 8 Stunden hinziehen. Aber keine Angst. Alle gefangenen Tiere werden wieder wohlbehalten zurück ins Meer befördert. Wieder mit vereinten Kräften. So, Krebse! Jetzt haben wir auch noch eine andere Sorte hier. Er hier, das sind Schwimmkrabben. Der Unterschied, um das auch mal zu zeigen, er hat ja Flossen. Er hat, wie gesagt, die Beinchen. Sehr schnell. Der ist aber ebenfalls sehr schnell im Wasser. Der Vorteil ist ja bei so einem Tierchen, sofern die merken, es ist Gefahr im Anzug, jedes einzelne Bein können die ausklinken.
wächst alles wieder nach. So, wir haben auch Garnelen drin. Guck mal, hier eine, uiuiui, Nordseegarnele. Gehören zu den Langschwanzkrabbenarten, die häutet sich in den 5-6 Jahren, so alt wie sie werden kann, bis zu 25 Mal. Sind Delikatessen. Die Garnele selber hat keine Nase, demzufolge auch nur die Fühler hier vorne. Könnt ihr so ein bisschen erkennen, nicht? Und damit, wie gesagt, riecht sie ihre Beute. Da gibt es verschiedene Farben. Beim Kochen sehen sie dann nachher rot aus. Na, komm her, mein kleiner Freund, halt mal kurz fest. Du brauchst keine Angst haben. So, halt durch, guck ihm in die Augen. Ganz leicht, guck ihm immer in die Augen. Ja, das sind sie also, die Nordseekrabben, ganz frisch vom Kutter. Die werden an Bord direkt gekocht. Warum macht man das, Herr Wonnemeyer? Gleich in Meereswasser, in Salzwasser zum Garen, Salz konserviert. Mhm. Und dann sind sie auch essbereit. Wenn sie gepult sind. Ja, die muss man so aufknacken. Also hinten hier einmal knack, knack. Oh, das ist ein dann am Schwanz ziehen. So ein bisschen so, so, mhm. so. Und dann das Fleisch raus. Das ist eine Seltenheit, dass man noch richtig selber poolt, oder? Also das ist eine Delikatesse, die wir jetzt hier herstellen, die ist einmalig. Das macht man eigentlich nur noch zu Hause für sich selber. Unser Häufchen von Gepoolten und das Häufchen Müll ist natürlich ungleich größer. Naja. Was macht man mit dem ganzen Müll hinterher? Mit den Schalen werden die Hühner gefüttert. Tatsächlich? Das mögen die total, ja. Jetzt haben wir die so schön gepoolt, was machen wir jetzt damit? Die einfache, klassische Variante Kartoffelsuppe mit Lauch und Krabben. Dann brauchen wir ein bisschen Butter. Gute Butter, wie bei Mutter. Da direkt den Lauch jetzt drauf. Lauch. Mhm. So ganz leicht angeschwitzt. Die Kartoffel. Da können wir auch gerne die Kartoffeln vom letzten Sonntagsbraten nehmen. Kartoffelrecycling dann. Kartoffelveredelung mit Krabben. Natürlich, ja. Natürlich. Genau. Dann kriegt das Ganze einen ordentlichen Schluck Gemüsebrühe. Mhm. Wann kommen die Krabben dazu? Die Krabben ganz zum Schluss. Wie so ein Topping oben drauf und die holen sich die Wärme ja, dann. Genau. Dann ist dieses wunderbare kleine Teil nachher wie so eine Gummidichtung und schmeckt wie aus dem Baumarkt irgendwie. Also nee, das geht gar nicht. Nee. Dann kommt da noch ein bisschen Milch dazu. Aha. Und dann einfach. Ach ja, den kenne ich von meiner Mutter. Der Kartoffelstamper kommt zum Einsatz. Kochen das Ganze noch einen kleinen Moment und dann ist das Ganze eigentlich schon fast servierfertig. Jetzt füllen wir hier köstlich ein bisschen von der wunderbaren Kartoffelsuppe mit großen Stücken und so. Jetzt kommt. Ach nein, die kommt jetzt noch auf so ein Bett, die Krabbe. Jetzt kommt da ein bisschen Schlagsahne drauf, damit das Ganze so richtig lecker wird. Mhm. Und dann kommen die Krabben oben drauf. Und die sacken jetzt so langsam in die heiße Suppe, kriegen noch ein bisschen Petersilie oben drüber. Und jetzt ist das eine echt nördliche Krabbensuppe. Perfekt. Also, die Krabben ganz vorsichtig in die Suppe rühren, hat Herr Wonnemeyer gesagt, und probieren. Mmh. Und jetzt kommen wir noch mal mit zwei eleganten Versionen. Gut haben wir das gemacht, auf jeden Fall schon Sie mal. Sie hauptsächlich. Naja. Möhren mit etwas Curry. Das hört sich und sehr Krabben, gut an. Natürlich. Na klar. Und rote Beete. Wow, das ist ein ganz Farbschocker, Natur. Oder? Ja, das darf man sich nicht irgendwo hinkleckern. Vielen Dank. Gut, guten Appetit. Ja, die werde ich auf jeden Fall gleich probieren, liebe Zuschauer. Aber vorher sage ich noch Tschüss von den nordfriesischen Inseln. Alle Informationen zur Sendung, natürlich auch die Rezepte für unsere Supersuppen, können Sie abrufen im Faxabruf. Das ist die 0900 125 0035 oder ganz einfach im Internet nachlesen. Im Fernsehen gibt es uns auch wieder schon kommende Woche, 12. August, 13.30 Uhr. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, tschüss. Weitere Informationen bekommen Sie per Briefpost. Schreiben Sie an ZDF Umwelt, 55 100 Mainz. Nachlesen können Sie im Videotext unter ZDF-Textseite 540.